Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play, einem Side-Let's Play und zwar Faster Than Light. Das gab's vor einem Jahr schon mal bei mir hier auf dem Kanal. Ganz am Anfang habe ich jetzt mal ein bisschen Let's Played, da wurde es nicht so sehr verfolgt. Jetzt hoffe ich, dass ich mehr Zuschauer habe, denn jetzt mittlerweile bin ich ja ein richtiger YouTube-Star. Und deswegen habe ich mir gedacht, versuch's jetzt nochmal, Faster Than Light. Und es hat noch einen Grund, denn heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist die Advanced Edition erschienen von Faster Than Light. Kostenlos für alle, die schon Faster Than Light vorher hatten, konnte man sich das Spiel runterladen, beziehungsweise die Erweiterung runterladen, beziehungsweise über Steam ging es automatisch. Da kommt ein neues Volk rein, neue Schiffe, neue Waffen, neue Quests, hast du nicht gesehen, Verbesserungen hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen. Und das alles haben die Entwickler jetzt noch in Faster Than Light reingepackt und habe ich mir gedacht, wenn dem so ist, dann starten wir doch einfach mal ein neues Let's Play auf den normalen Schwierigkeitsgrad und spielen so lange, bis wir tot sind und können uns dann bis dahin die Neuheiten dieser Advanced Edition ansehen. Starten wir ein neues Spiel. Viel erklären will ich nicht unbedingt, weil die allermeisten dürften Faster Than Light schon kennen. Und da erspare ich mir die großen Erklärungen. Ich habe selber auch schon lange nicht mehr gespielt, deswegen kann es sein, dass ich auch ein bisschen stocke, was dem angeht. Genau hier, wir spielen mit der Kestrel bzw. mit dem Red Tail. Das ist die B-Version von der Kestrel. Die hat die Besonderheiten, dass sie 4 Laser hat. Da ist sie offensiv schon mal sehr gut ausgerüstet am Anfang. Und wie nennen wir unser Schiff? YouTuber. Das ist doof. Star Raider. Was für ein Name. Gut, wir sind zu viert auf dem Schiff. Einmal haben wir hier Captain. Los. MS Standard. Natürlich. Der ist ein Mensch. Dann haben wir noch Maria, eine Dame. Sollten wir vielleicht auch ändern. Machen wir einen Mann raus. Denn das ist dann der gute Lycra Love. Einfach mal vollkommen ungefragt dürft ihr jetzt hier in diesem Let's Play mitspielen. Dann haben wir noch den guten Matt. Matt ist ein Zoltan. Die Zoltan haben den Vorteil, dass sie an dem System, an dem sie arbeiten, dass sie dort plus 1 Energie in das System einspeisen. Nicht ganz unwichtig. Das ist der gute... Hoffentlich schreibe ich ihn jetzt richtig. Anagnorisis. Ja, genau. Und last but not least, hier als Mantis, als kleiner Krabbelmantis. Sieht aus wie eine Ameise. Da packen wir den guten Fusselli rein. Genau. Und wir vier werden ins Abenteuer reinstarten. Für die, die die Geschichte nicht kennen, wir fliegen im Auftrag der Föderation auf der Flucht vor den Rebellen mit wichtigen Unterlagen an Bord und müssen den letzten Sektor der Galaxis erreichen und dort dann gegen das große Mutterschiff der Rebellen kämpfen. Ich habe das Spiel bisher einmal besiegt und es ist auch nicht dazu gemacht, dass man es besiegt. Es ist halt ein Roguelike-Game und man stirbt hier sehr viel öfter, als dass man das Spiel gewinnt. Wie gesagt, ich habe es einmal sogar auf normalen Schwierigkeitsgrad gewonnen und bisher habe ich es dann anschließend, ich weiß nicht, wie oft ich es auf dem Easy-Schwierigkeitsgrad versucht habe und nicht mehr geschafft bis dahin. Naja, wir fliegen also mit unserer Star Raider, unserer Kestrel Version B, MS Standard, der Lycra Love, Anagnorisis und Fusselli rein ins Abenteuer. Das ist das, was ich gerade schon sagte. Wir mit Unterlagen an Bord versuchen jetzt das, beziehungsweise den letzten Sektor zu erreichen und dort die Kommandeure der Föderation zu warnen vor den Rebellen. Das ist unsere Außenhülle. Wenn die auf 0 ist, sterben wir. Unsere Schilde können wir hochpowern bis auf 4. Das ist der Treibstoff, den wir an Bord haben. Das sind die Raketen, die wir an Bord haben. Ist jetzt im Moment unwichtig, da wir keine Raketensysteme installiert haben. Das hier sind die Drohnenparts. Die werden benötigt, falls wir irgendwelche Drohnen an Bord haben, wie zum Beispiel eine Reparaturdrohne oder eine Abwehrdrohne außerhalb des Schiffes oder eine Attackdrohne ums gegnerische Schiff herum. Auch im Moment unwichtig, weil wir es nicht haben. Hier sind unsere 4 Leute aufgestellt. Je länger eine Person an einem System arbeitet, desto besser werden sie. Der MS-Standard als Kapitän vorne hier im Cockpit wird seine Piloting-Skill ausbauen. Der Lycra Love steht... Wo steht er? Hier, ne? Genau. Der steht am Antrieb. Unser Maschinenoffizier, der wird dann also den Ausweichskill lernen. Der Anagnorisis steht am Waffensystem, ist unser Waffenoffizier, die wird lernen, besser zu zielen. Und der Fusselli steht jetzt die ganze Zeit an den Schilden. Unser Defensiv-Officer, der wird lernen, die Schilde schneller zu reparieren, schneller aufzubauen, wenn wir getroffen werden.
Das sind unsere Systeme, die im Moment alle recht gut gepowert sind. Hier haben wir noch 3 Energiebalken übrig. Die tun wir jetzt auf unsere Laser, damit wir offensiv stark aufgestellt sind. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Abenteuer und springen in den nächsten Sektor bzw. in den nächsten Bereich. Das ist auch neu. Den Bereich, den man auswählt, kann man sehen, wo man anschließend hinspringen kann. Das ist ganz gut gemacht. Das war im ersten Teil bzw. ohne die Advanced Edition nicht so. Springen wir mal hier runter. Unvisit Location, dass wir dann hier unten so rumfliegen Richtung Ausgang. Ja, da kommen wir hin. Das passt. Fliegen wir hier runter. Mal sehen, was auf uns wartet. Ja, und direkt ein Rebellenschiff, das auf uns wartet. Und die versuchen, ihren Antrieb zu starten, um unsere Position zu erreichen. Mit der Space-Taste kann man die Kämpfe pausieren. Das ist wichtig, damit man Befehle erteilen kann, wenn unser Schiff beschädigt wird, dass wir Leute dorthin schicken zum Reparieren, dass wir Systeme anvisieren vom Gegner, um die zu zerstören und so weiter und so fort. Da sie jetzt versuchen, ihren Antrieb zu starten, das hier ist der Antrieb, werden wir erstmal versuchen, mit unseren 4 Lasern auf den Antrieb zu schießen. Das heißt, ein Schuss würde dafür sorgen, dass erstmal die Schilde down sind und die nächsten 3 sind dann hoffentlich Treffer, damit der Gegner hier sein Faster Than Light Antrieb nicht starten kann und somit nicht flüchten kann. Das wäre nicht gut. Das würde die Position verraten von uns und die Rebellen wären schneller bei uns. Und wenn wir auf die Rebellen treffen, dann kommt es zu einem sehr schwierigen Kampf, den ich jetzt am Anfang vermeiden möchte. Unsere Systeme, das sehen wir hier, laden auf. Die haben also nach jedem Schuss eine Cooldown-Zeit. Ich kann aber schon mal die 4 Waffen hier auf den Antrieb schießen lassen. Das sollte hinhauen. Sehr schön. Wir haben einmal getroffen. Das hat das Schild von denen erledigt. Zumindest bis zur Hälfte. Das sehen wir hier. Und 2 Treffer sind in den Antrieb eingeschlagen. Das heißt, der Antrieb ist jetzt erst einmal halbwegs beschädigt. Er ist nicht zerstört, aber halbwegs beschädigt. Alle Systeme können auch wieder repariert werden, aber es dauert seine Zeit. Das heißt, jetzt im Moment können sie nicht flüchten. Ein Schuss ist übrigens vorbeigegangen. Hier schießen sie gerade eine Rakete ab auf unser Raumschiff. Die wird wohl auch einschlagen. Die ist jetzt bei uns im Antrieb eingeschlagen und da hat der Lycra Love dann jetzt erstmal alle Hände voll zu tun, während er selbst sogar etwas Schaden genommen hat, dass er den Antrieb repariert bekommt. Jetzt müssen wir wieder warten, bis unsere Waffen aufgeladen sind. Ja, der ist ein bisschen schneller mit der Schießerei. Jetzt haben wir den Antrieb getroffen. Der ist jetzt erst einmal zerstört und damit dürften wir jetzt einige Zeit zu tun haben, um den zu reparieren, während jetzt unser Cockpit zerstört ist und ich dabei bin, das Cockpit zu richten. Jetzt werde ich 2 Schüsse auf die Waffensysteme abgeben und 2 Schüsse auf die Schildsysteme. Jetzt haben wir das Problem, dass bei uns Feuer ausgebrochen ist. Ja, die setzen uns schon gut zu. Das ist wieder dieser normale Schwierigkeitsgrad. Im Moment haben wir keine Schilde, können uns nicht verteidigen, aber wir haben alle 3 Systeme von denen beschädigt. Und sie haben auch nur noch 2 Hitpoints, das heißt, die nächsten beiden Treffer sollten sitzen. Ah, okay. Das kriegen wir hin. Wie sieht das aus? Unsere Schilde sind absolut down. Wir schicken den Lycra Love mal hier rüber in die Medic Bay und öffnen hier die Außentüren, damit der Sauerstoff dafür sorgt, dass das Feuer ausgeht im Schildraum. Wir haben den Gegner besiegt, das ist gut. Das heißt, sie können nicht mehr flüchten und verraten. Und wir machen sogar Loot. Wir bekommen 2 Raketen dazu, einmal Drone Parts und 12 Scraps. Ja, das ist die intergalaktische Währung. Das ist das hier oben. Total Scrap, im Moment 22. Es brennt bei uns nach wie vor. Das heißt, ich schicke den Lycra Love dann nochmal weg, öffne auch die Tür. Dann geht zwar, das sehen wir hier, der Sauerstoff raus aus den Räumen. Die Räume sind jetzt momentan vollkommen ohne Sauerstoff. Aber da dürfte jetzt gleich auch das Feuer dann ausgehen. Ah, das ist ein tougher Anfang. Ich habe gesagt, man stirbt hier sehr schnell. So, alle Feuer sind aus. Das heißt, wir machen die Türen zu und fangen dann an, mit den 3 Personen hier in die Medbay zu gehen, um die zu reparieren. Müssen wir natürlich jetzt auch aufpassen. Machen wir hier die Tür zu. Weil, solange da kein Sauerstoff drin ist, haben die natürlich Probleme mit dem Atmen. Aber Medbay repariert. Sauerstoff füllt sich so langsam wieder auf. Dann können sie jetzt alle 3 hier rüber gehen. In die Schildsysteme und die Schildsysteme reparieren. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich nicht das Layout gespeichert, so wie die Personen am Anfang standen. Kein Problem. Wir haben uns ja gemerkt, der Fusilli ist unser Schildkommandant, unser Schildofficer. Der Lycra Love ist für den Antrieb zuständig. Und der Anagnorisis, der geht wieder zu seinem Waffensystem.
So lassen wir die Leute auch stehen, damit die immer am gleichen System arbeiten und dementsprechend an dem System dann auch besser werden und uns dann in Zukunft helfen können. Gut, dann werden wir das hier mal speichern. Das ist auch neu, dass man das hier anklicken kann. Save your current queue position, crew positions. Dann kann man die mit einem Knopfklick, einen Tastenklick, mein Gott, wieder so hinstellen, wie sie jetzt gerade stehen. Der MS Standard ist aber noch ein bisschen verletzt. Das heißt, der muss einmal in die Medbay, um sich zu heilen. Das dürftet ihr ja schon mitbekommen haben. Die Medbay heilt die Leute, wenn man sie reinschickt, solange die Medbay Power hat, so wie es hier im Moment hat. Und das hier ist der Raum für die Schildsysteme, für den Antrieb, für die Waffen. Das hier ist der Raum für die Überwachung. Das heißt, solange dieser Raum funktioniert, können wir unser gesamtes Schiff überblicken. Sollte dieser Raum beschädigt sein, können wir nicht mehr in die Räume reingucken, wo keine Person drin ist. Ist schlecht, wenn wir gebordet werden, weil es kann nämlich auch passieren, dass gegnerische Leute auf unser Schiff kommen und dort versuchen, unsere Leute um die Ecke zu bringen. Das hier, O2, klar, Sauerstoffraum, ist für die Sauerstoffversorgung auf dem Schiff zuständig. Und das hier ist der Raum für die Türsteuerung. Sollte man auch aufpassen, dass der nicht beschädigt ist. Im Prinzip sollte man auf jedes System aufpassen, dass keins beschädigt ist. Unsere Hülle wurde jetzt gerade im Kampf auch beschädigt, weil unsere Schilde keine Raketen aufhalten. Die halten nur Laser auf. Raketen aber nicht. Da zweimal eine Rakete eingeschlagen hat, haben wir halt als auch einen Hüllenschaden. Dem ist nun mal so. Jetzt können wir uns entscheiden, dass wir hier hoch springen, wieder zurück. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen hier unten weiter rumspringen. Das heißt, dass wir hier zur nächsten Location springen. Mal sehen, was uns hier erwartet. You see a civilian space station with heavy damage. You receive a message. We've been hit hard by the war. We need more drone parts to speed up our repairs. We'll buy some from you if you have extra. Jetzt könnten wir denen ein paar Drohnenparts verkaufen, damit sie sich reparieren können von irgendeiner Station, die wir dort getroffen haben. Wir haben aber keine, das heißt, wir können denen auch nichts verkaufen. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als die Station zu ignorieren und in den nächsten Sektor zu springen. Hier sehen wir jetzt auch, wie langsam die Rebellen kommen. Und die kommen dann dementsprechend immer näher. Das heißt, man kann hier nicht rumtrödeln und sich allzu viel Zeit lassen. Aber man darf auch nicht einfach durch jeden Sektor durchrushen. Denn man muss so viele Punkte wie möglich mitnehmen, um Erfahrung zu gewinnen, um Gegenstände zu gewinnen, um Scrap zu gewinnen und dementsprechend sein Schiff und seine Ausrüstung und seine Mannschaft stärker zu machen. Und da muss man so einen Zwischenweg finden. Auf jeden Fall sollte man nicht in die Fänge der Rebellen geraten. Das ist nie gut. Springen wir in den nächsten Sektor. Jeder Sprung verbraucht ein Treibstoff. Und the AI of a nearby small rebel scout immediately identifies you as a threat and engage. Das hier ist eine unbemannte Überwachungsstation der Rebellen, hat uns identifiziert, hat aber, wenn ich das richtig sehe, keine Schildsysteme, aber Waffensystem hat. Das heißt, dass wir unsere vier Laser direkt auf die Waffensysteme ballern und dann ist das Ding, wenn unsere Ziffer den Einschlag, auch absolut wehrlos. Ja, es konnte einmal schießen. Hat unsere Schilde getroffen, ist für uns keine Gefahr. Zwei Treffer noch, dann ist dieser Scout hier erledigt. Genau. Das war mal ein einfacher Kampf, ein easy Kampf. Kommen wir eine Rakete für einmal Drone Parts und 12 Scraps. Sehr schön. Die Scraps können wir ausgeben, indem wir unsere Systeme aufpowern. Wir haben im Moment zum Beispiel ein Schild haben wir hier. Wir können, wie gesagt, vier Schilde ausbauen. Um die zweite Schildstufe zu erreichen, müssten wir hiervon zwei Schildparts kaufen. Das sehen wir auch in der Anzeige ganz rechts. One Shield Barrier haben wir. Two Shield Barriers heißt, dass wir noch zwei Balken dazu kaufen müssen. Ich zeige gerade mit meinem Finger auf dem Monitor, als ob ihr das sehen könntet. Das heißt, wir müssen 1, 2 Parts hier von diesem Schildsystem kaufen. Das heißt, 20 Scraps ausgeben und dann nochmal 30 Scraps ausgeben. Insgesamt 50 Scraps, damit wir die zweite Stufe der Schilde freischalten. Das gleiche brauchen wir zum Beispiel hier für den Antrieb, für die Medbay, für den Sauerstoff und für die Waffensysteme. Aber nur um das freizuschalten, reicht es nicht. Wir müssen das auch noch mit Power versorgen, mit Energie. Und dafür müssen wir Powerbars kaufen. Da kostet im Moment jede Powerbar auch 20 Scraps. Sobald wir diese Abteilung erreichen oder diese, werden die Powerbars dann dementsprechend auch teurer. Im Moment haben wir aber 20 Scraps, da können wir dann schon mal ein Powerbar zukaufen. Das haben wir dann hier übrig. Passt ganz gut, da wir unseren Antrieb nicht vollends ausgelastet haben, können wir diese Powerbar, die wir jetzt noch übrig haben, auf den Antrieb geben. Was bringt das? Plus 5% Ausweichchance. Das heißt, die Raketen und Laser, die auf uns geschossen werden, schlagen jetzt mit 5% weniger Wahrscheinlichkeit bei uns ein. Wir springen in den nächsten Sektor. Klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich wollte gar nicht so viel erklären, aber für die, die das Spiel vielleicht nicht kennen, muss ich ja ein bisschen was erzählen, damit ihr überhaupt wisst, was hier gerade so passiert.
Scanners are showing intelligent life forms on a nearby planet. No match for them can be found in the database. Wir haben also Lebenszeichen auf einem Planeten in der Nähe ausgemacht. Da können wir jetzt runtergehen oder wir können es ignorieren. Wir gehen runter, würde ich sagen. You land on a small shuttle. You land a small shuttle in an enormous field. Those only occupants are small, brightly colored, six-legged, horse-like animals. Could they be what your scans picked up? Das Einzige, was wir gefunden haben auf dem Planeten, sind kleine, hellfarbige, sechsbeinige Pferde-Typen oder Aliens, die aussehen wie Pferde. Wir können jetzt versuchen, mit denen zu kommunizieren. Wir können ein paar mit an Bord nehmen, versuchen mit an Bord zu nehmen und die zu verkaufen oder einfach wieder zu gehen. Ich würde sagen, versuchen wir ein paar mit an Bord zu nehmen. The seemingly docile creatures quickly turn violent when you reveal your hostile intentions. Their well-organized stampede forces you to draw weapons and make rushed symbolic retreat to the shuttle. Puh, das ist nochmal gut gegangen. Als wir versucht haben, die einzufangen, sind die feindselig geworden, was ich gut verstehen kann, und haben uns angegriffen. Wir konnten aber entkommen, ohne Schaden zu nehmen. Es hätte jetzt auch durchaus passieren können, dass jemand von uns stirbt in der Mission. Oder dass wir auch von den Pferden welche mit an Bord bringen, die wir dann hätten verkaufen können auf der nächsten Handelsstation. Denn Handelsstationen gibt es hier auch in fast jedem Sektor. Dort können wir dann unser Schiff aufbessern. Das heißt, jede Quest oder jedes Ereignis, welches wir hier sehen, hat mehrere Ausgangsmöglichkeiten. Gut, jetzt haben wir wieder eine Viertelstunde rum. Und für ein kleines Nebenprojekt würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, halt bis wir sterben oder bis wir die Rebellen besiegen. Der MS Standard, Like or Love, Anagon Risis und Fusseli sagen Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.